Im Fernsehen läuft nichts Interessantes. Oh, das klingt interessant. Ist dein Haar dünn und zu kurz? Mit unserem Produkt wird sich dein Haar viel besser anfühlen. Mach weiter. Lass dein Haar in nur einer Nacht wachsen. Es ist ein Wunder. Skylar, hast du das gesehen? Ja, klar. Los, wir bestellen es, bevor es ausverkauft ist. Hallo? Wir wollen dein Haarwuchsmittel. Beeil dich. Stell dir vor, wir werden super lange Haare haben. Wow, toller Service. Los geht's. Befolge die Anweisungen. Wir brauchen 2 Gläser Wasser. Check. Nur eine Tablette. Und dein Haar wird unglaublich sein. Ich hoffe, es funktioniert. Nur eine? Aber Skylar will mega langes Haar. Sie nimmt mehr. Ich werde eine ganze Packung auf einmal nehmen. Schade, es ist noch nichts passiert. Und was ist mit dir, Skylar? Ich kann es schon spüren. Ups, ich glaube, mein Haar beginnt zu wachsen. Skylar, du hast alle Tabletten genommen. In der Anleitung steht nur eine. Los, komm, wir werden erstmal schlafen gehen. Guten Morgen. Was für eine Überraschung. Eine sehr lange Überraschung. Oh ja, mein Haar ist dick und lang. Skylar, sieh dir das an. Ich kann jetzt alles mit meinen Haaren machen. Wow, Kendall. Du siehst toll aus. Wie lang sind deine Haare? Oh, wow. Die sind mega lang. Oh, Skylar. Ich habe dir doch gesagt, dass du zu viele genommen hast. Lange Haare zu pflegen ist nicht einfach. Willst du ins Bad gehen? Ich gebe dir mein Shampoo. Ach, brauchst du nicht. Deine winzigen Fläschchen brauche ich nicht. Sieh mal, was ich habe. Diese Größe brauche ich. Viel Glück, Skylar. Man braucht richtig viel Shampoo, um lange Haare zu pflegen. Und dein Haar im Tag im Bad. Aber es zu trocknen ist noch schwieriger. Selbst ein Föhn schafft das nicht immer. Das ist anstrengend. Und meine Haare sind immer noch nass. Es reicht. Brauchst du einen Föhn? Skylar kennt ein Lifehack. Ein normaler Föhn wird nicht gehen. Mit diesem Gerät kann ich meine langen Haare trocknen. Aber ich brauche Hilfe von meiner Freundin. Mach ihn an, Candice. Mehr nach links. Jetzt nach rechts. Danke, wir sind ein geniales Team. Lass uns das jeden Tag machen. Damit das Haar glatt und glänzend wird, muss man es oft bürsten. Candice macht das gerne. Aber Skylar kriegt das nicht hin. Meine Haare sind immer verknotet. Beruhig dich, ich helfe dir. Ich passe schon auf. Ich bürste einfach die Haare und fange vom Ansatz an. Bis zu den Spitzen. Wann kommen deine Spitzen? Keine Bürste wird damit fertig. Wow, jetzt bin ich draußen. Aber Hauptsache, man gibt nicht auf. Irgendwann muss es ja mal aufhören, oder? Komm, Candice. Lass uns trainieren. Lange Haare sind so schön. Selbst auf einem Laufband kann man sich wie ein Supermodel fühlen. Aber die anderen scheinen sich aufzuregen. Nimm deine Mähne weg. 1, 2. Puh. Skylar trainiert ihre Muskeln. Oh, jetzt trainiere ich meine Ausdauer. Oh Mann, was ist denn hier los? Gib mir meine Haare zurück. Geht's dir gut, Skylar? Ja, ich muss mir wieder mal die Haare bürsten. Und jetzt kommt der beste Teil. Mal sehen, ob sich etwas verändert hat. Komm auf die Waage. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Hey, relax. Das sind nur deine Haare. Sie selbst. Jetzt stimmt dein Gewicht. Jetzt du, Skylar. Nee, ein anderes Mal. Die Waage würde bei meinen Haaren verrückt spielen. Lass uns in einen Schönheitssalon gehen. Ich möchte, dass meine Spitzen geschnitten werden. Und style meine Haare. Candice ist deine Stammkundin. Sie kennt sich schon lange.
Du hast mega schöne Haare. Candys Haare werden zuerst gestylt. Es kann losgehen. Die Stylistin beginnt mit ihrer Arbeit. Candice hat einen neuen Look. Aber bei Skylars Haaren wird es schwieriger. What? Wo soll ich anfangen? Mit der Maschere wird es nicht klappen. Ich kann etwas anderes versuchen. Oh nein! Mach dir keine Sorgen. Ich bin ein Profi. So ist es einfacher. Ich schneide die Spitzen und verpasse dir ein schönes Umstyling. Puh, das ist echt anstrengend. Aber es dauert nicht lange. Der Wind macht alles kaputt. Das ist bei langen Haaren immer so. Vergiss deine schöne Frisur. Hey! Einkaufen macht immer Spaß. Lass uns eine Anti-Stress-Party machen. Wir besorgen uns etwas Schönes. Und es darf nicht zu teuer sein. Aber arme Kunden brauchen keine persönlichen Berater. Wir schaffen das auch allein. Was haben wir denn da? Skylar, sieh dir das an. Du musst das anprobieren. Hey, hier ist besetzt. Ups, sorry. Ups. Und hier? Mist. Alle Umkleidekabinen sind besetzt. Yes. Wozu brauchen wir eine Umkleidekabine, wenn wir lange Haare haben? Warte. Tada. Der Haarvorhang ist fertig. Aha. Zieh dich um, Candice. Keiner wird dich sehen. Oh. Ja, das ist echt kreativ. Du siehst mega schön aus. Wir nehmen das Kleid. Der Einkaufsbummel war ein Erfolg. Oh, wow. Was war das denn? Lange Haare bedeuten viele verschiedene Frisuren. Candice, wir brauchen eine neue Frisur. Wir schauen uns Magazine an. Wow. Wie wär's hiermit? Diese Frisur würde zu uns passen. Okay, na dann los. Aber man muss viel Geduld haben. Das wird ein paar Stunden dauern. Während ich die Haare flechte, kann man sogar den Bizeps trainieren. Oh oh, no. Das sieht ja schrecklich aus. Aber Skylar sieht noch schlimmer aus. Bist du das? Mit dieser Frisur kommst du nicht weit. Warte, ich helf dir. Halt still, Skylar, sonst verrenkst du dir noch den Hals. Das war's, keine Zeitschriften mehr. Wollen wir ins Kino gehen? Heute Abend ist die Premiere. Oh, der Film ist echt gruselig. Gesundheit. Haare statt Gewürze? Was soll das? Aber sie sollte auf Skylar aufpassen. Das ist gruselig. Den Film können wir vergessen. Ist das eklig. Wie peinlich. Hilf mir, Candice. Also echt, wir verschwinden. Es ist eine Langhaarparty. Lass uns rein. Sieh mal, wie lang unsere Haare sind. Aber auf dieser Party ist alles sehr streng. Zuerst messen wir euch. Und dann könnt ihr reingehen. Die Haare sind lang genug. Du kannst reingehen. Halt die Schlange nicht auf. Du nicht. Deine Haare sind nicht lang genug. Was? Kopfo, du wirst es auch auf diese Party schaffen. Wo ist Skylar? Ich muss warten. Oh, sie hat einen Plan. Wow. Candice, fang! Nimm meine Haare. Halt dich daran fest. Aber sei vorsichtig. Ruinier sie nicht. Ja, willkommen auf der Party. Hat euch unsere Geschichte gefallen? Was ist mit euch? Sind eure Haare lang oder kurz? Sagt es uns in den Kommentaren. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.